Bam, Digga, habe ich einen massiven Arm hier auf der Kamera. Kalkstyle läuft. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Jascha und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Beintraining mit meinem guten Freund Freddy aus dem Team Musclehammer. Ich hoffe, die Kamera hält. Ein bisschen wackelig, wird gleich besser. Wer mich noch nicht kennt, wie gesagt, mein Name ist Jascha. Ich bin, glaube, 26 Jahre alt und ja, Teil des Teams Fitness Elevator mit meinem Buddy Arne. Und hiermit starte ich heute den sogenannten Bulk-Vlog von mir. Normalerweise bin ich schon etwas länger im Aufbau, aber ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen dokumentieren und heute starten wir mal mit einem Beintag, was natürlich die Leute am liebsten gucken. Ich immer wieder von anderen Kollegen, YouTubern gehört habe. Aber was soll's, gehört halt dazu. Und gestern hatte ich einen harten Arbeitstag. So, die Kacke von der Scheibe will auch nicht weg. Um 6 Uhr hoch. Um 8:30 war ich zu Hause. So ist das manchmal. Heute ist Dienstag und ich habe heute und morgen mal frei in der Woche. Also bei mir gibt es kein reguläres Wochenende eigentlich. Mal ja, mal nein. Ich liebe es zu arbeiten, muss ich zugeben. Von daher viel Quatsch, wenig Sinn. Das will immer noch nicht weg. Ab in Leg Day. Es
kommt natürlich nicht auf die Kamera auf, dass ich gesagt habe, ich filme so, dass man es nicht sieht. Man weiß nicht was, ja. Das ist eine harte Form. Komm, easy. Easy. Manchmal schon. So Leute, das Training ist durch. War ein geiles Training. Das haben wir alles gemacht. Volles Programm. Ich glaube, ich habe alles abgefilmt. Freddy ist abgehauen. Ich fahre jetzt einkaufen. Ich glaube, ich gehe noch zum Chinesen. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr, was zu kochen. Oh, das ist wie gesagt mein freier Tag, da gönne ich mir mal, wie sonst eigentlich auch immer. Und das Training war gut, wir haben volle Kanone gegeben, Kniebeugen, Sumo-Kreuzheben, Beinbeuger, Beinstrecker, Waden, ich glaube teilweise 5 bis 8 Wiederholungen und bei den isolierten Übungen waren es durchgehend glaube ich 8 Wiederholungen. Ich habe das jetzt diesmal nicht alles getrackt, wenn ich mit anderen trainiere. Ist es immer ja, eher ein Freestyle-Training bei mir, als nach Plan. Wenn ich alleine trainiere, dann trainiere ich immer nach Plan. Aber Sumo-Kreuzheben gefällt mir. Ich glaube, ich baue das in Zukunft auch eher öfters ein. Entschuldigt die etwas blöden Kamerawinkel. Ich bin dann noch in der Findungsphase in diesem Studio. Aber das wird sich auch mit der Zeit bessern. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.